Auf der ASES-Pressekonferenz in München haben wir das UL50 entdeckt. Das ist ein 15,6 Zoller mit einer 1366er Auflösung und einem Intel CULV Prozessor, und zwar mit zwei Kernen. Wir haben es hier mit dem SU7300 zu tun. Der hat taktet mit 1,3 GHz. Den hatten wir auch schon auf notebookjournal.de im Test, und zwar beim UL30A. Und er konnte schon in dem Fall mit sehr guter Anwendungsperformance und trotzdem extrem guter Akkulaufzeit glänzen. Dieses Gerät hier, 15,6 Zoll, werden wir sicherlich auch bald im Test haben. Wir schauen es uns ein bisschen näher an. Ganz klar, da fährt ASUS drauf ab, Hochglanzlack, wohin man schaut, auf den Oberflächen. Das Display ist nicht entspiegelt. Sehr schön anzusehen, und da sieht man dem Gerät auch die Verwandtschaft zum 13,3 Zoller UL30A an. Die Optik auf dem Deckel, das ist gebürstetes Aluminium, also eine matte, hochwertige Oberfläche. Fingerabdrücke bleiben aber auch hier gern sichtbar.